Heute habe ich nochmal eine USB-Steckdose, also eine Steckdose, die man in der Wand versenken kann, mit zwei USB-Anschlüssen auf dem Tisch. Das ist ein unerwartetes Thema geworden, also Thema in dem Sinn, dass ich jetzt das wiederholt, weil ich habe im letzten Video, da habe ich ja eine von den lustigen China-Steckdosen zerlegt und war nur so mittelmäßig begeistert. Und dann ist mir eingefallen, ich habe von, ja deswegen Dauerwerbesendung, von CSL mal vor ein, zwei Jahren, glaube ich, eine zum Testen gekriegt. Das war zu der Zeit, als das mit den Amazon-Tests und so weiter bei mir noch lief. Und das lag da noch in der Kiste. Also das könnten wir uns doch eigentlich mal anschauen. Deswegen, das ist zwar jetzt eine Dauerwerbesendung. Ich verlinke euch auch mal eine von den Teilen, die noch vertreiben. Aber das Ding ist alt. Es kann sein, dass das jetzt nicht mehr dem entspricht. Der Sinn des Videos, weil jetzt kommen gleich die Nächsten und sagen, ja, warum machst du den Scheiß dann? Um mal zu gucken, ob man das auch anders machen kann, ob es andere anders machen und wo der Unterschied dann besteht. Das Schild habt ihr ja vorher schon gesehen. Ein bisschen fehlt mir dann das VDE und so weiter hier. Das wurde auch auf Amazon von einigen bemängelt. Das CE scheint aber jetzt hier zum Glück das Richtige zu sein. Kann man drüber streiten. Hier schon mal, man muss, um anzuschließen, das Ding jetzt nicht aufmachen. Das finde ich schon mal einen Riesenvorteil. Klar, sonst die normalen Anschlüsse brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren. An der China-Variante hat mir ja nicht gefallen, dass man das Teil komplett ausklipsen muss und irgendwie keine Chance hatte, dran zu kommen, wenn man eben ja, nicht mit Gewalt dran ging. Und hier sehe ich jetzt erstmal auch keine Schraube. So, wie geht denn der Spaß auseinander? Ah, okay. Über die Einkerbungen am Rand kann man diesen Deckelrahmen runterklipsen. Und jetzt sehe ich auf der Rückseite hier auch wieder so Nüpsis, die das Zeug zusammenhalten. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Leider steht in der Anleitung auch nicht so richtig viel Sinnbringendes. Da steht alles Mögliche an, ja, 250 Volt Max, Ausgangsstrom 2100 mA, Inbetriebnahme, aufpassen, sonst gibt es einen elektrischen Schlag. Wenn wir das jetzt hier so ganz genau anschauen, das sind alles nur Führungen hier. Das ist eine Führung, das ist eine Führung. Und hier sehe ich schon die Nüpsis. Also müsste es doch eigentlich. Ah, so geht's. Okay, ich nehme alles zurück. Hier im Schraubenzieher rein und hier mit viel Knacken kommt dann der Teil hier raus. Das dürfte auf der anderen Seite genauso. Ah, okay, alles gut. So, das ganze Zeugs kommt hier raus, kommt dann hier aus dem Rahmen. Den könnte ich jetzt hier festschrauben. Und dann habe ich die Steckdose in der Hand. Und weiter ran komme ich jetzt hier so ohne weiteres nicht. Das sind die üblichen, ja, tollen kindersicheren Steckdosen. Jetzt machen wir es mal wieder andersrum. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert, wenn ich dem Ding ein bisschen Strom gebe. Und vorher mache ich noch die Isolationsmessung. Da habe ich jetzt im letzten Video eigentlich schon genug darüber erzählt. Deswegen erkläre ich jetzt hier nicht mehr, warum und wieso ich die mache. Schaut es dann bitte im letzten Video nochmal, wenn euch das interessiert und ihr es nicht gesehen habt. Das ist entweder am Ende des Videos nochmal verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr nachgucken. So, jetzt schalte ich es mal ein. Erfahrungsgemäß wird es ein bisschen knacksen, wenn ich Überschläge habe, also nicht stören lassen. Test. So, da habt ihr jetzt gesehen, wie es mal anfängt, eine Leitung anzuzeigen und wie eben dann der entsprechende Kondensator sich auflädt. Und das war es dann auch schon. Also dann haben wir wieder die Isolation. Okay, das ist in Ordnung. An der Stelle erwähne ich jetzt wieder, dass wenn ihr euch mit Netzspannung nicht auskennt, solltet ihr da die Finger davon lassen, weil das alles hier ist relativ lebensgefährlich, auch wenn ich jetzt hier einen Trenntrafen benutze. Leider hat das Ding, so wie ich das jetzt sehe, keine Kontrolllampe. Mal gucken, ob meine Last etwas anzeigt. Wo ist sie? Da ist sie. Es leuchtet, also kommt was raus. So, jetzt nochmal so richtig. Wenn ich jetzt hier die Spannung anhebe, dann fängt er irgendwo so bei 40 Volt an, lustig zu leuchten. Das ist schön. Und selbstverständlich sollte es bis 220 Volt gehen. Tut's auch. Okay, dann gebe ich dem Ding mal ein kleines bisschen mehr Stoff. Zeit für die elektronische Last.
Das ist jetzt die elektronische Last, die kennt ihr schon aus dem vorherigen Video. Ich drehe jetzt die Spannung mal hoch, mal gucken, wann sie anspringt. Jetzt haben wir so 30 Volt. Ja, ist ja jetzt nicht unbedingt der Wohlfühlbereich, deswegen... Ja, okay, er liefert jetzt hier schon 5 Volt und 2 Ampere. Das ist noch die Settings vom letzten Video. Ich gehe mal auf 230 Volt. Das ist fair. Sage ich jedenfalls einfach mal. So, jetzt haben wir so 230 Volt. 10 Watt. Der nächste Test wäre und ist auch, mal gucken, wann das Ding abschaltet. Weil die Frage ist ja immer, manche von den Dingern sind ganz, ganz schlecht gesichert. Und da könnt ihr unheimlich viel Strom aus einem USB-Port rausziehen. Die sagen jetzt 2100 mA, also 100 mA müssten noch drin sein. Jetzt bin ich bei 2,2. Und jetzt fängt er an, die Spannung runterzufahren. Also eine Überlastung kriege ich jetzt so schon mal nicht hin. Das ist spannend. Weil das entspricht ziemlich genau dem Ergebnis, was wir beim letzten Mal hatten. Ich habe genau wie im letzten Video jetzt schnell den Spektrumanalyzer angeschmissen. Was wir jetzt hier sehen, ist wieder meine katastrophal schlechte Haarfeldsonde im Frequenzbereich von 1 bis 10 MHz. Wieder mit demselben Gedanken, einfach mal gucken, was aus dem Ding rauskommt. Eigentlich möchte ich den Oszillator sehen hier, aber gucken wir mal, was passiert. Auch das habe ich im letzten Video ausführlich erklärt. Dann machen wir jetzt mal hier kurz einen Prozess im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nur ein Widerstand als Last dran, also keine elektronische Last. Das ist jetzt quasi unser Rauschen bei minus 120 dBm. Ich schalte mal ein und ihr seht instantan, dass hier so ungefähr um 10 dB, ja, ich sag mal, dieses gesamte Rauschen hier steigt. Und wenn ich jetzt die Leistung erhöhe, dann steigen auch diese Kurvenbereiche leicht an. Und interessant finde ich diese ganze Struktur. Man sieht hier also schon, dass bestimmte Frequenzen eher und bestimmte Frequenzen ein bisschen weniger abgestrahlt werden. Und das verändert sich auch je nach Eingangsspannung. Es ist nicht ganz unerwartet. Jetzt haben wir so 140 Volt. Da wird es zu einem Gewusel hier. Jetzt nehme ich mal den Frequenzbereich bis 1 MHz raus. Nehmen wir mal als Stoppfrequenz 1 MHz. Jetzt kann ich die Bandbreite runterstellen, dass wir es genauer sehen. So, jetzt habe ich die Bandbreite auf 300 Hertz runtergestellt. Und wenn ich jetzt mit dem Marker mal ein bisschen hier rumgucke, dann sieht es aus, wenn die erste Frequenz bei 37 kHz wäre. Also das könnte die Grundwelle sein, auf der dieser Oszillator schwingt, in dieser Konstellation. Und das ist jetzt die nächste Oberwelle und so weiter und so weiter. So Pi mal Daumen müsste das stimmen, ne? Und jetzt gehen wir wieder auf 100 MHz gesamt. 120 MHz. Das ist jetzt wieder die Grundmessung, alles aus. Das müssten alle möglichen Radiosender sein. Eigentlich könnte man das einschränken, dass wir jetzt hier auch die Startfrequenz ungefähr in den Radiobereich legen. Das sind dann so 80 MHz. So, da müssten jetzt hier jede Menge lustige Radiosender hier sichtbar sein. Zum Beispiel hier bei 107,7 MHz, da ist auf jeden Fall ein Radiosender. Schalte ich mal das Gerät ein bisschen ein. Und was man jetzt da auch sofort sieht, ist, da haben wir jetzt einen sehr unlustigen Rauschteppich auf dem ganzen Gebimsel. Das ist jetzt mit höchster Leistung. Stimmt, ja, das ist jetzt mit niedrigerer Leistung. Und jetzt kommt natürlich die berechtigte Frage, spielt das eine Rolle oder spielt das keine Rolle? Ich habe jetzt hier einen Detektor für Hochfrequenz benutzt, also ein normales Radio, das ist eigentlich ein MP3-Player, ein uralter. Der steht auf 107,7, ist genau das gleiche wie hier. Es juckt ihn überhaupt nicht, ob ich meine Quelle ein- oder ausschalte. Aber schnappen wir uns mal eine von den anderen, und zwar von den etwas schwächeren. Da haben wir jetzt bei 97,2 MHz. Und das ist genau wie erwartet, wenn der Sender an sich schon wenig Pegel hat. Dann wird er hier jetzt sehr stark gestört, wenn ich eben das Teilchen hier einschalte. Diesen Test habe ich jetzt in der Tiefe mit der vorherigen Steckdose nicht gemacht, deswegen ist es unfair, die zu vergleichen. Machen wir es mal auseinander. Jetzt bin ich mal gespannt, wie leicht das Ding auseinander geht. Und die Klemmen sind schon richtig schee. Also das gefällt mir. Like. Okay, das geht einigermaßen ohne Gewalteinwirkung, also ohne übermäßige Gewalt, wobei übermäßige Gewalt kann ja auch durchaus mal ein bisschen Spaß machen.
Muss immer bloß hier ein bisschen reinkommen. Das ist auf der anderen Seite wieder zugegangen. Das ist auch ein Reiz mit dem Zeigler. Auch hier wieder die Möglichkeit, die Kindersicherung zu entfernen, für alle, die genauso genervt sind wie ich von dem Zeug. Sieht mal auf Anhieb auf jeden Fall anders aus als die vorherige. Jetzt ohne viel zu wissen, sehen wir hier die zwei USB-Slots, zwei Kondensatoren, unten den Übertrager und noch alles mögliche andere Zeug. Ich bin mal gespannt. Ui, das kommt ja quasi schon von selber raus. Interessant. Aber wie hält denn das dann? Keine Schraube. Hält das nur durch Luft und Liebe oder wie? Hier werden die USB-Buchsen reingedrückt. Aber das war's dann schon. Okay. Bei solchen Sachen müsst ihr mal aufpassen. Auch wenn das eine Weile schon nicht mehr am Strom war, theoretisch können die Kondensatoren auf der Primärseite noch geladen sein. Also das wäre dann, ja, wo ist er denn? Das sind dann die zwei Kerlchen hier unten, die man jetzt gerade nicht sieht. Deswegen, man darf das ja überhaupt sowieso an sich nicht machen, was ich hier mache, habe ich ja schon mal betont. Aber wenn man das Zeug hier kurz schließt, dann hat man auch seine Ruhe. Also so haben die sich jetzt das hier vorgestellt. So sieht die Konstruktion aus, wird nur auf einer Seite gehalten. Naja gut. Da sind die beiden Netzanschlüsse. Der eine geht schon über eine, ich hoffe mal, Sicherung, sonst wäre es nicht so verpackt, das Kerlchen. Wahrscheinlich der übliche Widerstand, der als Sicherung fungieren kann. Dann hier ein Full Bridge Rectifier, Brückengleichrichter. Und dann haben wir noch eine Drossel. Das dürfte EMV-Gründe haben. Dann haben wir hier zwei Kondensatoren. Da wird dann die Spannung gefiltert. Hier den Chip. Den müssen wir uns nachher nochmal angucken, der da drin steckt. Und dann wieder der Übertrager, der von der Konstruktion her ähnlich dem ist, den wir in der China-Variante gesehen haben. Also auch hier sind die Leitungen nochmal isoliert. Ich werde es dann nachher noch ein bisschen hier aufdröseln. Der Entstörkondensator ist natürlich wieder so eingebaut, dass ich nicht gucken kann, ob er ein Y-Rating hat. Aber Moment, jetzt nochmal zu den USB-Ports. So. Das sieht nämlich so aus, wie wenn hier die beiden Datenleitungen wieder über einen intelligenten Chip, ob der Chip intelligent ist, ihr wisst, was ich meine. Das habe ich auch im letzten Video erklärt, dass man sich hier Mühe gegeben hat, die verschiedenen Ladeverfahren zu unterstützen, weil, das habe ich ja im letzten Video schon gesagt, die angeschlossenen Geräte müssen mitgeteilt bekommen, dass dieses Netzteil eben mehr liefern kann als ein normaler USB-Port. Das hier sieht ein bisschen schlampig gelötet aus. Das dürfte die Gleichrichterdiode sein, weil wir hier direkt aus dem Übertrager rauskommen. Warum die hier zwei Kondensatoren spendiert haben, weiß ich nicht. Der hier steht hier mit 63 Volt geratet und der hier hat 10 Volt. Der hier wird direkt getrieben aus dem Übertrager. Das ist ganz witzig, weil wenn ich die beiden hier gegeneinander durchmesse, die beiden Kondensatoren, dann sind die miteinander direkt verbunden. Verstehe ich gerade nicht. Die Datenleitungen sind, wie schon vorher vermutet, nicht irgendwie gebrückt oder direkt miteinander verbunden, sondern die laufen hier in diesen Chip rein. Ich nehme an, das wird einer der üblichen Verdächtigen sein, die sich eben um dieses Management kümmern. Keine Kontrolllampe, das wird halt so. So, wenn man ganz genau schaut, sieht man auch das X-Rating auf dem Kondensator. Könnt ihr jetzt mal selber gucken, ob ihr das seht. So, und hier, da habe ich nur ein bisschen dann rumgekratzt. Ich habe jetzt hier zwei Lagen Isolierschicht gefunden. Das ist keine richtige Analyse. Bei richtigen Analyse, das seht ihr auch bei einigen Kollegen, da nimmt man jetzt hier den ganzen Kern hier auseinander, wickelt das Ganze hier aus und schaut aber auch zwischen der Sekundär, hier, das ist ja der Sekundäranschluss, ob eine Sekundär- oder Primärwicklung, eine gescheite Isolierung da ist. Ich mache jetzt hier so die 80% Lösung. Sie haben jetzt mal nicht so weit gespart, Sie haben hier die isoliert gemacht. Da gab es auch fast keine andere Lösung. Und Sie haben hier dem Ganzen jetzt hier zwei Lagen Isolierband spendiert. Das sieht jetzt für mich summa summarum ganz okay aus. Leider bin ich mit dem Chip, das seht ihr, den habe ich hier ausgerötet, nicht glücklich geworden. Ich kann auch nicht sagen, was hier drin steckt. Eigentlich kann ich jetzt nur so enden, zu sagen, man sollte das fast weiter untersuchen, wie sich die anderen verhalten. Für mich war das jetzt die bessere von den beiden, die ich in der Hand hatte. Man sieht auch ganz klar, aufwendiger gemacht. Ob die Störungen weniger sind, leider habe ich da beim letzten Mal eben nicht so genau gemessen. Und auch nicht das Radiole benutzt. Deswegen kann ich es euch jetzt nicht sagen, ob jetzt die eine oder die andere besser wäre.
Interessiert euch sowas überhaupt? Plant ihr solche Steckdosen einzusetzen? Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, mich so dauerhaft, ja, mir alles zu verbauen im wahrsten Sinn des Wortes. Also ich nehme lieber externe Adapter, also Ladegeräte. Schreibt vielleicht mal was, wie ihr das seht. Weil wenn es euch sonst weiter interessiert, können wir natürlich auch nochmal ein paar testen. Wird sich ein bisschen hinziehen, weil so viele Sachen in der Queue sind. So, jetzt komme ich noch geschwind in die Dauerwerbeschleife. Ich weiß, das haben wir alle nicht so gern, aber was soll's eigentlich? Es tut euch ja nicht weh. Wenn ihr irgendwas bei Amazon einkauft, dann könnt ihr unten die Amazon Affiliate Links benutzen. Ich glaube, ihr wisst, wie das funktioniert. Alle anderen, denen das zu kommerziell ist, da ist noch ein Link auf meine Homepage. Da ist eine Seite, die alles erklärt. Es gibt noch Patreon. Da könnt ihr regelmäßig einfach ohne irgendwelche Zwischenhändler, außer Patreon natürlich, etwas in den Hut werfen. Und es gibt auch einen PayPal-Spendenbutton. Da müsst ihr aber auf meine Homepage gehen. Ja, ich denke, soweit war es das jetzt. Machen wir gar nicht lang rum. Bis zum nächsten Mal. Servus.